Der Deutsche Wissenschaftsrat empfiehlt der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eine grundlegende Neuordnung. Bislang werde das Potenzial der Sammlungen und Bestände nicht hinreichend ausgeschöpft, heißt es in einem Gutachten. Die von Bund und Ländern getragene Stiftung mit Sitz in Berlin verwaltet seit ihrer Gründung im Jahr 1957 bedeutende Schriften und Kunstwerke aus preußischen Sammlungen. Die Sammlungen der Berliner Museumsinsel gehören zum Weltkulturerbe und bergen einzigartige Schätze wie die Nofretete und den Pergamonaltar. Aber die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist noch viel mehr. Neben den staatlichen Museen gehören die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Ibero-Amerikanische Institut und das Institut für Musikforschung dazu. Die größte deutsche Kultureinrichtung mit 2000 Mitarbeitern. Zu groß, sagt heute der Wissenschaftsrat in seinem Gutachten. Das schade besonders den Museen. Die Museen beispielsweise haben keine eigene Verwaltung mehr, sondern das wird alles von der Hauptverwaltung gemacht. Und das führt natürlich teilweise dazu, dass die Prozesse langsamer gehen, als sie gehen müssten. 4 Millionen Besucher zählen die Museen jährlich. Das sei im internationalen Vergleich zu wenig, sagt der Wissenschaftsrat. Um das zu ändern, soll die Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufgelöst und in 4 eigenständige Bereiche aufgeteilt werden. Die Museen könnten dann eigene Ideen umsetzen, könnten moderner und attraktiver werden. Ebenso wie der Stiftungspräsident begrüßt die Kulturstaatsministerin den Vorschlag. Wir werden die Empfehlungen also jetzt umgesetzt. Fest steht, das wird kein Sprint, das wird eher ein Marathon, ein Reformprozess, der vielleicht nach 3 bis 5 Jahren hoffentlich endgültig in neue, veränderte Strukturen mündet. Wir haben hier die Chance, wirklich zu diskutieren, wie wollen wir eigentlich die Kultureinrichtung, die größte deutsche und eine der größten weltweit, wie soll sie eigentlich hier in der Mitte Berlins aussehen? Neue Strukturen und neue Finanzen. Laut Wissenschaftsrat soll sich der Bund hier mehr engagieren. Denn es fehle eindeutig an Geld und Personal.